Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir super simpel anhand verschiedenster Beispiele, was es für Arten es bei Factoring gibt. Also grundlegend, du musst verstanden haben, was Factoring ist. Geiles Video verlinke ich dir am Ende von dem Video hier. Und nun stell dir Folgendes vor. Wir haben ein Unternehmen, wir zwei Hübschen, und wir verkaufen Ware. Und wir geben unseren Kunden 30 Tage Zeit, diese Ware zu bezahlen. Und dann sind die guten Schlingel fällig, bis dahin müssen sie spätestens zahlen. Und wenn sie dann nicht zahlen, tja, dann haben wir ein Problem. Weil dann sind die vielleicht insolvent, haben aktuell keine Kohle und dann müssen wir denen hinterherrennen. Und nun kommt das Factoring ins Spiel. Weil ich als Unternehmer möchte manchmal die Ware verkaufen und zack, ich will schon die Kohle wieder auf den Tisch haben, damit ich damit wieder arbeiten kann. Und eben nicht 30 Tage warten, bis der eine dann zum Letzten noch bezahlt oder vielleicht sogar noch später. Und da gibt es einmal das sogenannte echte Factoring, auch Non-Recurse Factoring. Das ist die klassischste Variante. Das bedeutet Folgendes. Der Factor, der mir also meine offene Forderung gegenüber meinen Kunden abkauft oder eben übernimmt, der kümmert sich um alles. Das bedeutet, wenn mein guter Kunde jetzt nicht in der Lage ist, meine offene Forderung zu bezahlen, weil er eben pleite geht, insolvent geht, dann hat auch der Factor das Problem. Oder mir ist das egal, weil ich habe die Kohle schon bekommen. Also da übernimmt er dieses Ausfallrisiko, das sogenannte Del-Credere-Risiko. Dann gibt es das unechte Factoring, das heißt das Recurse Factoring, weil da passiert Folgendes. Wenn der plötzlich der Kunde nicht bezahlen kann, weil er eben insolvent geht, dann muss trotzdem das Unternehmen die Kohle wieder zurückgeben zum Beispiel. Also zu Deutsch, hier bei der Variante, wenn der Kunde nicht zahlen kann, dann hat der Factor das Problem. Beim unechten Factoring habe ich als Unternehmen das Problem. Und nun kann man das weiter unterteilen, nämlich in das Standard Factoring. Das bedeutet, dass man sozusagen alle Forderungen gleich von Beginn an verkauft. Das bedeutet, am Tag 1 gebe ich dem Factor diese Forderung und dann muss der sich um alles kümmern. Oder die zweite Variante ist das Fälligkeitsfactoring. Da verkaufe ich meine Forderung erst zum Fälligkeitszeitpunkt, also hier am Ende. Da merkst du jetzt, also bei dem hier verkaufe ich gleich am ersten Tag an die Forderung und bei dem hier erst am Ende der Fälligkeit. An dem Tag, wenn ich merke, am 30. Tag ist die Kohle nicht eingegangen, gut, ab da verkaufe ich die Forderung an den Factor. Und dann kümmert er sich sozusagen um diese Inkasso-Funktion, dass der die Kohle wieder reinholt. Und dann geht es noch weiter. Dann gibt es noch das stille Factoring. Da merkt offiziell mein Kunde gar nicht, dass ich diese Forderung an einen Factor verkauft habe, weil der trotzdem immer noch einfach an mich das Ganze überweist. Der erfährt nie, dass ein Factor im Spiel ist. Bei einem offenen Factoring oder auch notifiziertes Factoring genannt, da erfährt er das, weil der dann auch eine spezielle Rechnung kriegt von dem Factor, wo drauf steht, sehr geehrter XY, Sie haben ja bei folgendem Unternehmen was gekauft, ich bin sein Factor und darum möchte ich Sie bitten, die offene Forderung in Höhe von XY an mich zu überweisen. So, und nun merkst du, dass das Ganze hier zusammenspielt. Ich kann zum Beispiel ein echtes Factoring haben, der übernimmt ja dieses dekretäre Risiko für mich und ich verkaufe ihn ganz am Anfang direkt diese Forderung. Und dann kann es sein, dass das Ganze still ist. Ich kann aber auch sagen, ne, es ist ein echtes Factoring, Standard Factoring, aber dann ein offenes Factoring, dann erfährt es der andere. Oder es kann ein unechtes Factoring sein und ein Standard Factoring und ein stilles Factoring. Also du merkst, diese ganzen Sachen kann ich dann jeweils wählen. Also ich wähle zwischen dem und dem, dann dem und dem oder dem und dem. Aber du solltest gemerkt haben, beim Factoring gibt es einfach verschiedenste Varianten. Entweder das mir im Großen genommen, dass der Factor mir alles abnimmt, damit ich ruhig schlafen kann, damit ich sofort am Anfang die Kohle habe. Oder eben die andere Variante, dass er zum Beispiel eben nicht so ein Risiko übernimmt und sich eigentlich nur darum kümmert, dass er zum Beispiel diese Inkasso-Funktion hat.